Hallo und herzlich willkommen am 28.04.2020. Heute war ein schöner warmer Tag. Wir waren draußen. Sonja war nicht da. Mit Claudia habe ich einen Stundenplan erstellt für dieses Monat. Das muss ich morgen noch mit Sonja besprechen. Und sonst war eigentlich nicht viel. Ich war drüben bei meiner Schwägerin und bei uns im Garten und das war eigentlich alles. Mir geht's relativ gut, auch wenn ich die ganze Zeit nicht so glücklich reinschaue. Ich denke halt viel nach und so. Aber mir geht's eigentlich relativ gut. Ich habe nachts oder abends, wenn meine Eltern schlafen gehen, so ein bisschen Nachtangst. Aber es hält sich noch in Grenzen. Wir haben überlegt, ob es was bringt, wenn der Hund bei mir schläft. Aber der ist zu unruhig in der Nacht. Und dann würde ich auch immer hören, wenn meine Eltern aufstehen und wenn mein Vater arbeiten geht. Deswegen geht das nicht. Dazu muss ich mir was anderes überlegen, aber es war eine Überlegung wert und es wird sich eine Lösung finden. Und mir geht's sonst recht gut. Und ich bin auch nicht mehr so müde. Obwohl ich doch noch sehr müde bin, aber nicht mehr so sehr. Ich habe mir gerade eine zweite Alexa bestellt. Eine mit Screen. Eine 5 Zoll Alexa für mein Schlafzimmer, weil ich da noch die Echo Dots habe. Und da kann ich die Uhrzeit drauf sehen. Und das finde ich besser. Und ja. Ich kann euch heute wirklich nicht viel berichten, da wir nicht viel gemacht haben. Mein Tisch für die Schminke war sehr rau und nach dem Lackieren hat sich das Holz aufgestellt und das hat mein Vater abgeschleift und jetzt kommt noch Klarlack drüber und dann sollte er eigentlich glatt sein. Und am Wochenende, nächstes Wochenende, heute ist Dienstag, nächstes Wochenende aufgebaut werden, weil sie wollen das Zimmer streichen und das fangen sie morgen an, also mit dem Abkleben und so. Und dann wird gestrichen und dann wird der Tisch aufgebaut. Davon blende ich euch dann ein paar Bilder ein, sobald ich wirklich habe. Mit Kerstin habe ich schon seit 2 Tagen nicht gesprochen. Und heute wird's auch nichts mehr, weil mein Vater eine Gemeinderatssitzung über Computerschaltung hat. Und das macht er in meinem Büro mit meinem Mac, weil das da am einfachsten ist und er da Ruhe hat. Aber ich kann dann auch keine Videos gucken, weil das ein bisschen stört und ich möchte ihn nicht zu viel ablenken. Aber ja, ist eine Ausnahmesituation und wird nur einmal gemacht und somit kann ich das akzeptieren. Mein Vater leiht mir wieder ein bisschen Geld, damit ich mir die Alexa kaufen kann. Und
bekomme es aber dann nächstes Monat zurück. Und sonst gibt es wirklich nicht viel Neues. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Am Donnerstag habe ich das Gespräch mit Christoph am Telefon. Auf das freue ich mich schon. Aber mit Kerstin ist noch nichts Neues ausgemacht. Ich bin schon ziemlich müde, obwohl ich heute extrem lange geschlafen habe und auch nicht aufstehen wollte. Meine Stimmung in der Früh war sehr schlecht. Und sie schwankte über den Tag immer wieder, aber es hält sich in Grenzen. Das schöne Wetter tut sein einiges dazu und dann ist meine Stimmung auch stabiler. Gestern hatte ich Probleme mit Kontaktlinsen, weil ich so Augentränen hatte. Heute brennen sie mir auch ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe auch schon ein Antiallergikum genommen, weil meine Nase die ganze Zeit juckt. Und damit das besser wird, habe ich das genommen und nachher nehme ich noch ein Schmerzmittel, damit ich in Ruhe schlafen kann. Und ja, das ist so alles. Ein ziemlich kurzes Video heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video guckt. Danke fürs Reinschauen. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.